So, hier mal zum Thema Konturen saugen. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Wenn man um seinen Hund rumsaugen muss. So, jetzt ist nur der Abstand zu klein. Lässt mich mal durch, Bobby. Ja. Dicker. Dann machen wir es so. Der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. So, müssen wir weitermachen. Was denn? Ichi, willst du noch was sagen? So anstrengend. So anstrengend. So. Rumpelinchen. Ups, möchte mal zu meinen Schuhen. Oh. Oh. Hm? Teppichklopfer. Teppichklopfer. So, warte. Der dicke Mann muss noch den Schuh anziehen. So, haben wir alle. Kuckuck. Schlüsselchen. Hab ich. Kacktütchen. Hab ich wieder irgendwo hingelegt. Warte, ich habe da noch eine neue Rolle. Kacktüten braucht die Welt. So. Kacktüten haben wir. So, sind alle bereit? Du bist sowas von bereit. Gut, dann wollen wir mal. So, komm her. Thank you.
Juhu. Ich könnte den ganzen Tag sitzen. Ne, siehst du nicht so? Wie lange bleiben wir? Wir gehen langsam nach Hause jetzt. Ja? Ja. Jetzt? Sofort? Okay. Warum? Warum? Nö, ich wollte nur wissen, ich muss mich seelisch und moralisch darauf einstellen, dass ich mich gleich wieder bewegen muss. Ich kann dich auch hier sitzen lassen heute Nacht. Das ist aber liebenswürdig von dir. Wenn du das möchtest. Ah, wie schön. Hätte ich dir vorher sagen sollen, dass das Audio heute drin bleibt? Nö, ne? Nö. Ah, liebenswürdig. Kann ich auch alleine hier sitzen lassen. Hast du Schlüssel dabei?
Erwischt. Der Rasenmäher ist auch. Ach, stimmt. Scheiße. Gut, bevor ich jetzt sitzen gelassen werde, würde ich sagen, komme ich mit. Jungs, können wir? Ja, das sieht entspannt aus. Nehme ich den Fledermops? Mhm. Okay. So. Kompanie, abrücken. Mecker. Ah, ja. Ui, was war das denn? Es hüpft. Aber da kannst du wirklich sehen, was passiert bei... Man sagt ja normalerweise, im Alter kommt so die Altersmilde. Bei dem ist es eher der Altersstarrsinn, so nach dem Motto, ich weiß, dass ich ein Problem habe, aber ich hüpfe trotzdem. Mhm. Ja, rutsch mir doch den Buckel runter. Jetzt erst recht. Ja, jetzt erst recht. Das ist wie mit der Rampe. Wie komme ich jetzt auf das Lied? Ich wollte, ich wäre ein Huhn, Bock, Bock. Ich hätte nicht viel zu tun, Bock, Bock. Lege jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal zwei, Bock, Bock. Ja, willst du auch? Und weiter geht's. Genießen wir mal kurz die Aussicht. Alles gut. Hier kommt einiges runter bei den Unwettern. Jetzt geht mir das scheiß Lied nicht mehr aus dem Kopf. Nee, Dicker, wir fressen keine Pferdekacke. Ja. Super. Die Liebe seines Lebens. Ja, genau. Na klar. Dotz, 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 quietsch. Ah, nächste. Der nächste Haufen.
Sehr gut. Hui. Anstandslos dran vorbeigeflitzt. Bin begeistert. Ja, gestern, als ich allein unterwegs war, war ich auch hier vorbei. Da haben die ja versucht, mich auszuspielen. Der eine hat so getan, als würde er an den Pferdeäpfel vorbeigehen und der andere hat sich dann drauf gestürzt. Mhm. Aber ich war wachsam wie ein Dobermann. Gut, wie ein alter, lahmarschiger Dobermann, aber immerhin. Sie haben nicht viel geschnappt. Brauchst dich nicht umzudrehen, Balu kommt nicht zurück, keine Angst. Alles gut. Ach ja. No, Quietsch. Einmal hingefallen. Na, ist noch alles dran? Was macht die Nase? Ja. Funktioniert. Da ist nichts. Komm. So, sollen wir tauschen? Ich habe hier einen Fledermops. So, da kommt ein Robby. So, warte, ich nehme dich kurz dicker. Dann kannst du dich hängen lassen. So, komm. Ich helfe dir. So, bitte halten Sie nicht den Verkehr auf, Fledermops. Was hast du vor? Thank you.
So, eine noch. Na, eine noch. Alle wieder zu Hause.